Herzlich willkommen zum heutigen Unboxing. Heute haben wir für euch die Menschsein-Box von Nie und Nimmer. Alle weiteren Informationen zu diesem Album, der Tracklist und dem Boxinhalt, sowie natürlich auch die Links zum Album und zur Box, findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. Menschsein von Nie und Nimmer, das Ganze am 5. März erschienen. Wir haben hier mal wieder eine Box aus dem Bereich Pop. Jawohl, es ist das dritte Album der Band. Ich habe das ganze Video schon einmal aufgenommen, allerdings hat dann die Speicherkarte bzw. die Kamera Faxen gemacht und das Video mehr oder weniger gelöscht oder unbrauchbar gemacht. Dementsprechend das Ganze jetzt noch ein zweites Mal. Deswegen ist auch die Folie hier nicht mehr drauf und keiner der Inhalte in Folie. Das nur zur Info. Ja, wir haben hier eine flache quadratische Box. Die ist recht schlicht gehalten, also kommt hier in so einem dunkelgrau, dunkelblau. Auf dem Boxdeckel haben wir dann hier den Schriftzug Nie und Nimmer. Und dann haben wir oben links auch noch so ein Tic-Tac-Toe-Feld. Soweit ich weiß, ist das das Logo der Band. Auf der Seite der Albumtitel in rosa, Menschsein. Rechts nichts. Dann hier oben nochmal Menschsein und links wiederum blank. Auf der Unterseite sehen wir, was uns in dieser Box erwartet. Und zwar einmal Menschsein, also das Album. Dann T-Shirt, Autoaufkleber, Songtextebuch und signiertes Poster. So. Die Infos und Barcode. Dann würde ich sagen, machen wir den Boxdeckel mal ab. Na, so. Von innen weiß. Und schauen uns das an. Als allererstes haben wir hier einmal das Album an sich. Dann ein Shirt. Das Songtextebuch. So ein Heftchen hier. Dann den Aufkleber fürs Auto. Und zu guter Letzt das signierte Poster. So, die Box ist leer. Wir packen den Boxdeckel wieder drauf und verstauen die Box derweil hier auf der Seite. So, und wie immer starten wir mit dem Album an sich. Das ist dieses hier. So, reguläres Toolcase. Wir haben hier auf dem Cover die beiden Herrschaften, die Nie und Nimmer bilden, das Duo. Also Hayat und Mo. Ansonsten, ja, die beiden hier so mit so blau-rosa, blau-rotem Licht angestrahlt. Hier auf der Seite schwarz. Dann lesen wir auch wieder Nie und Nimmer Menschsein. Und auf der Rückseite haben wir die Tracklist 10 plus 1, also 11 Tracks gesamt. Nummer 11 ist hier ein Remix von Track Nummer 3, Weniger allein. Und zwar der Gestört, aber geil Remix. Features oder so gibt es hier keine. Dann hier nochmal die Labels und ein Barcode. Gut, wir schauen rein. Als allererstes geht es wie immer zum Booklet, das ziemlich dick scheint. Ah, geht hier nur mit Mühe raus. So, was haben wir hier? Wir haben hier einmal die Lyrics zum Track und auf der linken Seite die wichtigsten Infos, also die Credits. Fotos sind natürlich auch mit dabei. Und in diesem Stil ist jetzt das gesamte Booklet gehalten. Also wir haben Fotos auf der einen Seite und auf der anderen Seite haben wir dann immer die kompletten Lyrics und die Credits zum jeweiligen Track. So zieht sich das durch. Also wir haben hier wirklich jeden Song abgetippt zum Mitsingen, zum Nachlesen und eben Fotos. So. Ja, so sieht es aus. Jetzt wiederholen sich die Fotos. Also, das Foto kenne ich schon. Genau, also man hat hier dann die Fotos doppelt verwendet. Zum Abschluss gibt es dann noch die Credits. Eine Danksagung. Und das war's soweit. So, dann kommen wir zur CD. Die kommt hier in so einem rosa bzw. Bärenfarben mit weißem Aufdruck. Sieht so aus. Dahinter wieder der Menschsein-Schriftzug. So, als nächstes haben wir dann ein Poster. Das kommt hier einseitig bedruckt.
bedeutet, wir haben hier das Poster im Hochformat, Größe A2 müsste das sein. Nie und nimmer Mensch sein, dann die beiden Herrschaften wieder abgebildet, also im Prinzip hier das Cover. Und hier unten dann noch die Unterschriften, also beide haben hier mit weißem Stift unterschrieben. Das Ganze ist einseitig bedruckt, Rückseite, wie wir sehen können, weiß. So, packen wir wieder zusammen. Als nächstes haben wir dann noch diesen Aufkleber hier. Es ist leider, oh, falsch rum, nicht so einfach. Ja doch, im Licht sieht man es. Also so cremefarbener Schriftzug, nie und nimmer mit dem Tic-Tac-Toe-Feld hier. Und ansonsten ist dieser Sticker hier transparent und auch nicht rechteckig, sondern man sieht hier die Konturen. Also es ist wirklich hier so entlang der Schriftzüge, entlang der Buchstaben gestaltet. Und wenn man das dann auf dem Auto oder wo auch immer anbringt, dann hat man eben wirklich nur den Schriftzug und dieses Tic-Tac-Toe-Feld. Der Rest ist hier dann transparent, bedeutet, man sieht dann hier den Autolack durch. Ja, recht groß und ja, eignet sich auf jeden Fall für Autos. Und dann kommen wir, nein, noch nicht zum Shirt, sondern erst noch zu diesem Teil hier, Menschsein Songtextebuch. Und zwar haben wir hier zusätzlich, weil im Album Booklet hatten wir es eh schon, nochmal die Lyrics mit anderen Fotos. Und wir haben hier sogar auch noch die Noten dabei. Also, kleines Upgrade zu der Booklet-Variante. Die Credits sind hier nicht dabei, aber dafür eben die Noten und Fotos aus der Kindheit bzw. Jugend der beiden. So sieht das aus. Kindheitsbilder, Noten plus Lyrics. All das hier drin. So. Dann schauen wir auch das hier mal bis zum Ende durch. Hier sogar mit Brille. Dann haben wir noch eine Doppelseite frei für ja, eigene Texte, Notizen, Gedanken, was auch immer. Ein Smiley. Und das war's. So, und wir kommen zum letzten Boxinhalt. Und zwar ist das ein Shirt. Ein Shirt in weiß. Kommt hier mit einem roten bzw. rosa Herzen in der Mitte. Menschsein, Schriftzug und darunter wieder der Bandname plus Logo. Auf der Rückseite ist nichts weiter. Also das ist hier in weiß gestaltet auf der Rückseite komplett. Und wir haben es zu tun mit einem James & Nicholson in der Größe XXL. Soweit ich weiß, konnte man die Größe nicht auswählen bei diesem Shirt. Also man hat hier wirklich Unisize XXL gewählt. Das ist recht ungewöhnlich. Gustav Daiber GmbH in Albstadt. Und hier unten lesen wir es noch. 100% Baumwolle und made in Bangladesch. Grüße gehen raus. Wir schauen uns das Ganze noch einmal kurz im Detail an, also wie das getragen aussieht. Und so sieht das Ganze dann getragen aus. Also das Shirt in weiß. Dann hier das rote Herz im Brustbereich mit dem Menschsein-Schriftzug. Darunter dann wieder das Tic-Tac-Toe-Logo und der Nie- und Nimmer-Schriftzug. Ansonsten komplett in weiß. Wirkt jetzt hier ja fast schon wie ein Nachthemd, da eben die Größe mit XXL auch ziemlich groß ist. Und zum Abschluss fassen wir noch einmal kurz zusammen, was sich alles in der Box befindet. Einmal das eben gezeigte Shirt, wie gesagt, Größe XXL. Dann haben wir das Poster, einseitig bedruckt im Hochformat A2 und von beiden unterschrieben, also handsigniert. Dann den Autoaufkleber hier. Das Buch mit den gesamten Songtexten und den Noten dazu. Und natürlich das Album an sich im Jewel Case mit insgesamt 10 Tracks plus einem Bonustrack, also 11 Stück. Jawohl, das alles in dieser wunderbaren Box. Menschsein von Nie und Nimmer. Mich würde natürlich interessieren, was haltet ihr von der Box bzw. dem Album? Schreibt es in die Kommentare. Und wenn ihr die Musik feiert, falls ihr Nie und Nimmer unterstützen möchtet, dann findet ihr die Links dazu unter diesem Video in der Videobeschreibung. Das war's für heute. Bis zum nächsten Unboxing. Passt auf euch auf. Ciao.